sind hier im Stadtteil Oberbarm in der Straße Schwarzbach. Hier wurde der Feuerwehr heute am späten Nachmittag der Brand in einem Dachgeschoss gemeldet. Das hat sich beim Eintreffen der ersten Kräfte auch bestätigt. Das Feuer hat sich unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte schlagartig auf das gesamte Dachgeschoss ausgebreitet und wurde letztendlich mit einem Wenderohr über die Drehleiter und einem C-Rohr im Innenangriff bekämpft. Dazu waren zwei Löschzüge vor Ort. Bei Eintreffen hatten wir Flammen aus einem Fenster zur Gebäudevorderseite. Das hat sich dann innerhalb der ersten Momente der Brandbekämpfung auf das gesamte Dachgeschoss schlagartig ausgebreitet, sodass die Flammen die Dachhaut durchschlagen haben. Die Flammen haben an der Gebäuderückseite aus dem Gebäude geschlagen. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus eigener Kraft bereits in Sicherheit gebracht. Die Erdgeschosswohnung ist bewohnt. Die oberen Etagen sind gewerblich genutzt, darunter eine Sprachschule. Also das Dachgeschoss wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Dachhaut ist durchgebrannt. Wir haben einen Wasserschaden im Gebäude, der sich in erster Linie auf den Treppenraum erstreckt. Aber auch in den Nutzungseinheiten sind abgehangene Decken, die teilweise mit Wasser gelaufen sind. Und da sind wir gerade dabei, diesen Wasserschaden zu beseitigen. Also solche Situationen werden ja standardmäßig von uns geübt. Das Feuer wird immer zuerst von außen niedergeschlagen und dann rücken Einsatzkräfte von innen mit handgeführten Strahlrohren nach, die dann in die direkte Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes vorgehen. Man muss für die Sicherheit der Einsatzkräfte sorgen, man muss für genügend Rückzugsmöglichkeiten sorgen, falls es zu einem Notfall kommt für die eingesetzten Kräfte. Wir haben an der Einsatzstelle ausreichend Reserven gebildet und aufgrund der Länge des Einsatzes die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Ja, aufgrund der Eindeckung des Daches mit Teerpappe hat es in der Anfangsphase eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung gegeben. Dabei ist aber nur normaler Brandrauch freigesetzt worden, der auch nach Einsetzen der ersten Löschmaßnahmen schnell zum Erliegen kam. Wir waren in der Einsatzphase am Anfang mit dem Löschzug Barmen und dem Löschzug Elberfeld vor Ort. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde mittlerweile ausgelöst und durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nächstebreck und Dönberg ersetzt. Glücklicher Umstand war, dass unmittelbar nach dem ersten Notruf ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr hier vor Ort war, das bereits erste Erkundungsmaßnahmen durchführen konnte und somit dem ersteintreffenden Einsatzleiter fachliche Informationen schon bereitstellen konnte.